Man sollte nicht dabei alles zu ernst nehmen. Also es ist, wenn man, glaube ich, die richtigen Menschen an seiner Seite hat, dann ist es, dann kann es einmal schlecht laufen und man schafft trotzdem alles. Ich bin der Tom, bin 32 Jahre alt, komme aus Seekirchen und das freie Reden, das ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung, die ich mit Leidenschaft mache. Hat es in deinem Leben einen speziellen Moment gegeben, wo du gesagt hast, du möchtest jetzt freier Redner werden? Tatsächlich war das nach der Hochzeit und nachdem meine Frau gesagt hat, dass sie schwanger ist. Da habe ich nochmal so drüber nachgedacht, bin ich mit dem, was ich jetzt mache, eigentlich glücklich? Ist das das, wo ich hin will? Und habe gesagt, für mich, ich möchte einen Beruf, wo ich mehr zurückkriege, wo ich auch diese Emotionen mitnehmen kann, wo ich dann daheim bin und ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich habe irgendwie das Leben von anderen Menschen bereichert. Ich habe da irgendwie, ich lasse da was Nachhaltiges da. Ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, wie mein Papa damals verstorben ist, haben wir auch eine freie Rednerin gehabt, die Trauerfeier gemacht hat. Und sei es jetzt bei der Hochzeit oder bei der Trauerfeier, es waren für mich diese freien Rednerinnen immer so dieser Anker, die uns da durch diese schwere Zeit geholfen und unterstützt haben. Und genau das möchte ich auch wieder zurückgeben. Ich möchte da einfach Familien, Paare, Personen, Menschen, Leben unterstützen und bereichern. Was möchtest du denn, dass dem Menschen in Erinnerung bleibt nach deinen Reden? Ich möchte einfach ganz gern, dass einer dieses Gefühl in Erinnerung bleibt, dass man wirklich gemeinsam den Moment erlebt hat und gemeinsam eine Erinnerung geschaffen hat. Das wäre super. Und nicht dieses Gefühl, ach, Gott sei Dank ist es jetzt vorbei und jetzt geht's endlich los mit dem Aperitif. Was ist dir denn bei deinen Reden besonders wichtig? Dass man wirklich kennt, dass es einzigartige Reden sind. Reden für ein Paar, für ein Kind, für einen geliebten Menschen. Ich will, dass das, was ich gesagt habe, auch in Erinnerung bleibt, dass die Menschen dieses Kurzweilige, dass einfach dann, boah, jetzt ist schon vorbei, so na Wahnsinn. Gibt es vielleicht eine Macke, von der du uns erzählen möchtest? Eine Macke ist sicher das, dass ich wirklich gern rede. Also, es ist jetzt passend zu meinem Beruf natürlich, aber ich rede auch so recht, recht gerne. Also, hin und wieder muss man mich vielleicht ein bisschen bremsen, weil ich dann gerne zu ausführlich werde. Was fasziniert dich denn an den Menschen? Dass wir alle auf derselben Welt leben, aber dass jeder so unterschiedlich ist. Also, dass da genauso bei Beziehungen, dass es keine Norm gibt. Ja, was sind denn so deine großen Leidenschaften im Leben? Jetzt natürlich die Familie aus Leidenschaft komplett entdeckt. Ich merke, wie ich in dieser Papa-Rolle voll aufgehe. Vorher sind wir, war ich einfach viel mit Freunden unterwegs. Also, es waren viel Reisen, viel unterwegs, haben unterschiedlichste Veranstaltungen besucht, sind da oft wandern gegangen. Das ist auch was wir immer wieder gern machen. Aber vor allem dieses mit Freunden, dieses Freunde reisen, Zeit verbringen. Sei es jetzt Tomorrowland, waren wir mal, haben wir uns gegeben. Das war voll einfach ein ganzes Abenteuer. Auf der anderen Seite haben wir immer diese Urlaube mit den Freunden gemacht, wo wir 10, 15 Leute waren. Und da muss ich schon sagen, das ist von meiner Frau und von mir so ein bisschen diese gemeinsame Leidenschaft, dieser einfach Freunde und Familie und das wirklich ausleben, zelebrieren und genießen. Das taugt uns. Ja. Ein Fun Fact. Fun Fact. Fun Fact. Ich bin leidenschaftlicher Katzenpapa.